Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Paints. In dieser Folge haue ich mal die ganzen Grüße raus an euch alle. Da kam ja einiges zusammen, ne? Und ich fange einfach mal auf Liste 1 an. Also, wen haben wir denn da? Als allererstes grüße ich Decent, Minze, Saver, Porsche, Momo, Gag, Bier, Zack, Kasper, Rebell, Klein, Das One. So, jetzt lege ich die Liste erstmal weg, obwohl da noch viel. Obwohl, nee, komm, ziehen wir die erstmal durch. Color Street Art 13 AZ oder A2 Crew, ich weiß es nicht genau. PMC One, Puke, Jenkins, Cody PSK Crew, Elias Rose, KC Crew, T-Lo, glaube ich, Taver, Taze One, Mats Stein oder Marsstein, Mike Wüttrich, Lucia, Crash, Shokes und Marie Wendt, Tracy, Noah, Tabuan, Thais, Julian Kratzke, Rosen, Krohn und seine Mutter und die GGW Crew, Danger D, Taze One, Enako One, BTG Crew, was haben wir denn da noch? Boah, mir fällt gleich der Arm ab. Dann die Halberstädter Crew, Flame Able, aka FA Crew, dann Noah Konietzny, CORE, dann Crax, dann Eric, aka Easy, dann Pax und Mist, nee, Misk aus der EGC Crew, dann BOSR, Subex, FAS Crew aus Mörs, Phoenix und Edgar Zimmermann, was haben wir da noch? Mode Graffiti und die ACK Crew, Apps One, Guess One, ne, da gibt es ja auch einen Maler aus Bonn, ne, der denselben Namen hat, solltest du dir nochmal überlegen, ob du den Namen nicht wechselst. Ratu Crew, Nuts, Kire Gang Berlin, oder Kire Gang Berlin, K-I-R-E, Day Zero, Alpha Crew und CRK plus MFR, dann K7D, Wizard One, Wade oder Wade, dann Kier One, Daos, BAK, Sof, All-Star Crew und RA aus Braunschweig, dann SAE und POS, Robin, Vorbugs und MGC Crew, Puck, Ghost, Lost, PEX, also P-E-X-Z, RCB Crew aus Karlsruhe, Acid, da gab es glaube ich auch in den Kommentaren irgendwie, den Namen gibt es wohl schon mal, ne? Müsst ihr auch nochmal abchecken in diesem Umfragevideo da von mir. Dann ZOC Crew und KXIT und Gnome, dann TUH und Mikes mit X, Snook, dann Z3RO, dann RNK, dann ZYNE und Angelo Assmann, Cap2 aka Caps, BSK Crew aus Kiel, Luca aka Sash, Kigo, Dominik BMX, ASR Crew aus Basel, PNS DA, Virus, Virus, dann DSCRYBZ, dann Darko aus Solingen, Tape One und Thais, SWE und Dash, Tobatus 98, was haben wir hier noch? Sail, Seno, Avec One, Mern, Cans One, Nick, Buzzbox, Soon, Slay, Sick One, Sail One, Iva oder Iva, dann RDS-Jungs, BSK-Crew aus Kiel, Siem, Einser, Xeo, Marco, Mr. M aus Geislingen,
Baron, Rimo Crew, Andy S., All-In Crew aus Rostock, Razor One, Plane One, Kersk One, K, aber nicht diese K1, du weißt. Hype, Bost, Einak Crew, Luciano Jakob, Enor One, Felix und Smosh, Mazit aus Saarstedt, dann Size One, also mit C, ne? Dann Dax One, hier kommt noch von mir der Gruß. DAXS oder Z1, ich weiß gar nicht mehr genau. Shia Noodles, MAJG Urbex, Seos Graffiti, RGB Crew, so was haben wir denn noch? Ich guck mal gerade auf der nächsten Liste. So, dann haben wir noch Edmund Reimer, Brownies Mutter, Stifte sind immer so teuer und werden nicht billiger, Zwinker, Zwinker. Markus Kartes, Nico Reduce, Luise, Nico Lenz, Rush, Smooth, Kasper aus der 3DLK Crew, den hatte ich am Anfang zwar schon mal genannt, aber hier an der Stelle auch nochmal. Dann Markus Pöpper, Berat Ilhan, Luca Horinek, Mike Wüttrich, Florian Hilpert, Nico Kilian, HBK Crew, Gero Hasselmann, Max Gollmann. Vom Tobi soll ich den Martin grüßen, Epto und Safrat. Auf der Seite steht auch nichts mehr. Was haben wir hier noch? Selina Braun, Grüße von Florian Hilpert, Humbug Crew, Valentin Schell, Igor Dreier, Liam und ASC, Nikolenz, CK Crew. Dann Fünfern Chor, Tim Petrovic, Rookies, Alex Dortmund, Stinox, Grüße an die Community allgemein auch auf jeden Fall von mir. Berat Ilhan, Beast, Celtics und seinen Kumpel Mirko. Die haben wir schon alle. Ja, und Blaze auf jeden Fall, ne? RAFC, auch wieder mal einen dicken, fetten Gruß von dir auch an den Himmel, ne? Du weißt Bescheid, Bro, von mir alles Gute. Und ja, jetzt haben wir die Grüße erstmal soweit durch, würde ich sagen. Also, ihr seid alle von mir fettestens auch gegrüßt, ne? Jeder Einzelne und, jo, beeft euch nicht, seid lieb zueinander, ne? Und genießt das Leben, man lebt nur einmal und, jo, alles cool so, ne? Also fangen wir mal an mit hier weitermachen, du weißt diese. Was? Ich habe jetzt fast 10 Minuten Kommentare vorgelesen, also hier Grüße. Egal, ihr wolltet das, haben wir gemacht, fertig. So, wir haben noch die Hand zu erledigen und wir haben noch ihn zu erledigen. Dann haben wir quasi die Basis, also den Vorstrich erstmal fertig, um den Style dann virtuell ausrasten zu lassen. Ne? Also der Style, das werdet ihr noch sehen, das habe ich in den vergangenen Folgen erklärt. Zieht euch die rein, ich kann es nicht jedes Mal neu erklären. Die Gun, ich weiß gar nicht, ob ihr den Carry und so richtig erkennen könnt. Finde ich, kommt schon ganz cool. Es reflektiert halt mega hier immer mit dem Scheinwerfer und so. Das werde ich fürs nächste LP auf jeden Fall beheben. Wir machen heute, weil mir die Hand jetzt im ersten Schritt erstmal ein bisschen zu simpel ist und ich da auch noch so im Hintergrund ein bisschen überlegen muss, mache ich erst die Seki, lasse ich dann die Schatten fallen, ne? Weil von dem Daumen fällt ein Schatten auf den Style, von dem Style fällt ein Schatten auf die Hand, ne? Also ich müsste erstmal die Hand malen, dann müsste ich hier unten den Schatten auf jeden Fall malen, der vom Style auf die Hand fällt, und dann die Seki, weil sonst würde ich mir die Seki reinmatschen beim Faden. Und dann müsste ich von der Hand den Schatten noch auf den Style legen. Da muss ich einfach mal gucken, wie ich da dann genau vorgehe. Heute machen wir erstmal hier weiter, damit der auch erstmal weggearbeitet ist. Ist nämlich noch so ein riesen Brocken. Ich muss ja fertig werden. Ich habe nur noch wenig Zeit, um zu drehen. Deswegen muss ich mich da etwas ranhalten. Und wenn ich den schon hinter mir habe, so, dann bin ich happy. Ne? Und deswegen kümmern wir uns um den Kollegen auf jeden Fall. In diesem Mafia-Bild namens Screenshot. Ne? Warum das Screenshot heißt, werdet ihr später verstehen.
Das wird alles dieser Style regeln. Ne? Der ist ja ganz simpel und schlicht, später rastet der aus, und aber nur virtuell. Er bietet einem das nur an, die zwei umzulegen. Man kann auch mit dem Style die ganze Stadt platt machen, muss man sich halt überlegen. Diese ganzen Optionen gibt es dann. Ich glaube, der bietet einem sogar an, McDonald's-Coupons auszudrucken und so weiter. Also das werdet ihr alles noch sehen. Ist eine Idee, die ich so hatte, die ich bisher noch nirgendwo gesehen habe, die ich einfach mal umsetzen möchte. Aber nichtsdestotrotz machen wir weiter mit dieser Kollege hier, ja. Und ich habe natürlich dieses Ding hier nicht sauber gemacht. Jetzt checke ich erstmal durch. Die Farbe ist noch aktiv. Ich tue auf jeden Fall die neue Farbe immer auf die bisherige, so dann weiß ich Bescheid. Wir haben ja für Character haben wir ja diese Farben hier vorbereitet. Die nutze ich jetzt auch, tue die wieder neu drauf. Und irgendwann schäle ich mir das ganze Ding hier wieder ab. Ich weiß ja jetzt, es ist alles trocken, von daher kann da nichts passieren. Hier ist alles trocken, das ist auf jeden Fall trocken, das hier ist trocken. Schwarz, gut, kannst du voll drauf drücken, kommt dann irgendwann wieder raus hier, ne? Genau wie hier auch. Ja, da sieht man schon so. Kannst du noch hin und her schieben, aber auch hier kommt einfach das neue Schwarz dann drauf, wie gut ist. Und hier legen wir jetzt die anderen Farben noch drüber. Eigentlich müsste ich jetzt schon langsam mit der Abmoderation beginnen, aber ich kann auch nicht dauernd, weil ich muss mir für jede Folge Notizen machen und so weiter, für die spätere Bearbeitung. Ich kann auch nicht dauernd hier Kamera aus, Kamera an. Wir ziehen die Folgen halt ein bisschen länger als 15 Minuten. Ich werde mal gucken, dass ich zwischendurch nochmal eine 15 Minuten Folge raushaue. Das hier ist ja jetzt schon Folge 32 der Geschichte und da nur drei Folgen pro Woche kommen, ist das LP jetzt schon fast 11 Wochen lang, ja. Und wir werden sehen, wie euch das schmeckt. Das weiß ich natürlich jetzt bei der Konzeptionierung, wo auch der Dreh dazu gehört, noch nicht. Aber das werden wir sehen. So, wir haben jetzt in Realtime bei mir, gerade kurz vor Ostern, in einer Viertelstunde haben wir 12 Uhr nachts, da wird die Uhr umgestellt. Muss ich auch mal gucken, da komme ich wahrscheinlich auch wieder mit meinen Drehplänen etwas in die Fragezeichenregion. Krass, hier könnte man tatsächlich wahrscheinlich auch noch Farbe rausquetschen. Jetzt habe ich mir den Handschuh so verzogen. So, warum ich Handschuhe benutze, habe ich auch schon gesagt. Erstmal, ne, man sieht, ich hätte jetzt schon dreckige Hände. Handschuh ziehe ich aus, Hand wieder sauber, und man verschmiert den Bleistift nicht so. Das ist mega cool, das ist mega wichtig. Deswegen ziehe ich tatsächlich auch in der Vorskizzierung Handschuhe an, weil man, das gab es ja nicht als Videos, aber tatsächlich selbst dann mache ich das, weil das einfach wichtig ist. Damit du nicht nachher alles grau in grau hast, Linien verlierst, die du dann nicht mehr sehen kannst. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen mit den Linien von dem Kollegen hier? Ist auch aus dem Film so ein Dude. Ich will den nicht so nachmalen, genau wie den Film-Dude hier. Das ist ja dieser K2 aus einem Film, der, glaube ich, Bezirk 13 hieß, in Frankreich gedreht. Sehr interessant, könnt ihr euch mal angucken, aber jetzt nicht der Überburner. Auf jeden Fall geilster Schauspieler David Bell bei dem Film. Und hier, da hat mir der Abraham gesagt, wer das ist. Ich habe es direkt wieder vergessen. Ist wohl auch irgendein berühmter Dude, keine Ahnung. Der hat halt einfach eine fiese Kotzfresse und so richtig auf Assi. Deswegen habe ich den genommen. Hätte ich jetzt mein Gesicht genommen, würden alle denken, das ist eine McDonald's-Werbung oder sowas. Ne? Hier diese Lavalampenfett und so. Jo, okay, würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir machen das wie beim letzten Mal. Mir fehlt noch Schwarz und Weiß, das muss ich noch drauf tun. Heute so voll die Überwindung gehabt, überhaupt mit dem Dreh anzufangen. Die ganze Zeit erstmal die Kommentare und so ausgewertet und alles zusammengeschrieben. Ne? Ich kann euch das mal gerade zeigen. Warte, da muss ich, genau so muss ich das halten. Ne, da kommen dann schon mal solche Listen zusammen und davon mehrere. Und ja, dann hänge ich wieder so voll am PC und dachte mir so, oh ja, könntest du noch hier die Grafik machen, das noch gerade bauen, für den Kollegen noch was machen, aber dann
dachte ich mir, nee, du musst aufnehmen, sonst verschiebt sich das LP noch weiter nach hinten, weil ich dann wieder aufs nächste Wochenende warten muss. Okay, das Rot ist auch noch aktiv. Yummy. Das hätte ich gerne schon getrocknet. Dieses Drecksrot, was überhaupt nicht gedeckt hat. Erstmal ein bisschen ausstreichen, dass das verdunstet. Ist immer so ein ekliges Gefühl mit so Farbe am Handschuh. Das fühlt sich da drunter an, als wäre es nass. Es wird so voll kalt auf einmal. Mal gerade ein bisschen abdunsten lassen. So, wir machen das auch hier so, dass wir erstmal hingehen und dass ich erstmal mit Schwarz mir die Linien vorziehe, wo ich auf jeden Fall weiß, da will ich Schattierungen haben. Ist jetzt ähnlich wie die Bleistiftlinien nachzufahren, nur nicht überall, weil ich mir auch Lichtelemente eingebaut habe. Ne? Die werde ich natürlich nicht mit Schwarz nachziehen, aber die dunklen Stellen, die werde ich mir schon mal anteasern. Ich habe hier auf dem Laptop habe ich den Kollegen auch grob drauf. Ich werde ihn nur nicht ganz so abmalen, weil das Ganze mehr ins Comichafte gehen soll, wie der Kollege da links auch. Da werden wir einfach mal schauen. So, jetzt haben wir so viel erklärt und nichts ist passiert. Mal gerade gucken, den Pinsel könnte ich nehmen. Ich muss mal gerade hier durchschauen, was wir so haben. Ich brauche nämlich hier, weil der ja schon was größer ist im Gegensatz zu dem, brauche ich von grob bis fein eigentlich so ziemlich alles. Ich habe aber auch hier einiges drin. Habe neues Wasser reingetan. Wir sind hier jetzt richtig gut wieder aufgestellt. Aber ich denke mal, mit dem hier kann ich erstmal beginnen. So, das Rot ist jetzt zu 90% getrocknet. Also fangen wir einfach mal an. Ich hole mir wieder das Handtuch hier an den Start. So. Erstmal schauen hier mit dem Hut. Da kann ich ruhig mehr Farbe verwenden, auch schon hier im Anteasern. So, wir cutten ja jetzt quasi damit auch den Background. Trotzdem muss das eine schöne Rundung geben. Die bekommt ihr immer gut hin, wenn ihr genug Farbe am Start habt auf dem Pinsel. Ne? Und man sieht ja genau, wie ich den Pinsel jetzt halte. Außen ziehe ich die Kante. Hier innen wäre jetzt schlecht. Ne? Da müsste ich das Ganze dann wieder andersrum halten. So, hier wird dann viel gecuttet. Man sieht auch die Rundungen hier, da muss ich auch immer gucken. Auf dem Entwurf hat der Kerl so einen leicht durchsichtigen Hut an, der so ein bisschen gestrickt ist. Der kriegt aber bei mir einen voll durchgezogenen Hut, weil ich einfach Zeit einsparen wollte. Sonst hätte ich hier den Background noch weiter malen müssen und dann hier ganz viele Kringelslinien. Das wären dann locker nochmal 20 Folgen Hut. Muss nicht sein, denke ich mal, seht ihr genauso. Dann lieber ein paar Folgen mehr, wenn der Style seine Skills nachher bekommt. Ist mir auf jeden Fall lieber so und deswegen mache ich das so. Euer Feedback bekomme ich ja erst, wenn das Ganze schon längst abgedreht ist. So, dann muss ich mal gucken. Wir haben hier eine Schattierung. Dann haben wir hier, das ist tatsächlich so komplett der Dunkelbereich. So, hier oben wird hell, das muss ich gleich auch zuerst machen. Der Kollege bekommt auf jeden Fall einen grauen Hut an. So, das streiche ich mal aus. Dann haben wir hier nochmal so eine Verdunklung. Die geht auch bis unten durch. So, hier hinten rechts können wir eigentlich komplett dunkel machen. Aber ein dunkles Grau, ich skizziere das jetzt nicht an. So, dann haben wir hier eine Kante.
So, dann hat der Kollege hier einen Strich, eine Falte, die sich hiermit kreuzt. Ich change mal gerade auf einen dünneren Pinsel, weil es gesund ist. Ach ja, genau, schöne Grüße an Abraham noch natürlich. Wie konnte ich dich vergessen, Bro? Und an Oxygen, yo! Compañero Venedito! Besten Homies. So, dann ist hier Augenende. Pupille, der Typ guckt echt so ein bisschen abgefuckt. Aber die Pupille habe ich etwas falsch anskizziert. So ungefähr. Was haben wir dann noch? Dann gehen hier Falten raus. Hier Falten, die sich quasi schon in der Schattierung ergänzen. Hier ziehe ich mir auch mal einen dünnen Merker, weil hier ein Schattenbereich ist. Vom Hut auf den Kopf. So, was haben wir noch? Hier haben wir so einen Faltenbereich. Oh ne, hier sieht man wieder, wie fettig diese Drecksleinwand ist. Mann, 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 das geht mir so auf die Nerven. Leute, kauft euch keine Billigleinwände. Echt, da habt ihr keinen Spaß mit. Ich musste die ja holen, habe ich auch schon erzählt. Aber für alle, die jetzt nur das Video gucken, ich musste die holen, weil es die teure Version gerade nicht gab. So, günstige Version ist quasi 6,99 Euro. Aber ohne Quatsch, dann gibt lieber, teure Version wäre jetzt 17,99, gebt das lieber aus. Ich konnte nicht warten, weil ich das LP endlich starten wollte. Da mäße nix, musste halt sein. So, und heute Nacht steht für mich auf jeden Fall fest. Hier die Haare, da mache ich auch erstmal noch nichts. Heute Nacht steht für mich erstmal fest, ich will auf jeden Fall den Charakter hier fertig kriegen. Und wenn es noch passt, was sehr cool wäre, wäre, wenn ich die Hand auch noch fertig kriege. Ach so, apropos Hand. Da muss ich mal gerade, da habe ich was vergessen. Das sieht man auf der Skizze gar nicht. Aber ich weiß das. Ach so, damit ihr es auch seht. Ich ziehe hier nochmal gerade ein bisschen was rein. So. So gefällt mir das schon besser. Das kann man nachher noch anpassen. Aber jetzt erstmal als Merker hingelegt. So, dann hat der Kollege, geht hier seine Wange lang. Hier ist ja das Ohr. Auch in dem Ohr bekommt er noch so einen Strich. So, das ist Licht-Schattenbereich. Das sind wieder Falten. So. Hier, das kann man auch mal ein bisschen deutlicher machen. Er hat so eine richtige Alki-Nase, wie ich finde. So voll der Knubbel. So, dann machen wir hier das Ding noch. Diese Hashtag Nasenflügel. So, dann hat der hier einen fetten Schatten. Den skizziere ich mir einfach auch mal an. Ja, den kann man sich quasi so vormerken. So, jetzt haben wir hier einen Bereich, der dunkel wird. Hier löst sich das relativ wieder auf. Kommen wir hier wieder mit dunkel. Das ist auch so geil. Kaspersky, ihre Lizenz ist abgelaufen. Online neu eingekauft. Für drei Rechner. Hinten hat es funktioniert.
Dann hier versucht, den Rechner anzumelden. Nö, geht nicht. Und ja, jetzt geht mir Kaspersky die ganze Zeit auf den Sack, obwohl ich die Lizenz habe. Sollte was passieren, gebe ich das meinem Anwalt, kann Kaspersky sich auf jeden Fall mit dem streiten. Weil die können mir keinen Code für drei Rechner zustellen, der dann nicht geht. Ist ja Schwachsinn. Ich weiß, ich würde damit nicht durchkommen, weil ich mich zu wenig drum gekümmert habe. Aber ich kümmere mich da auf jeden Fall die Tage drüber. Drum. So, die Augenbrauen, das lasse ich erstmal weg. Das kommt nicht mit in die Skizze. Was haben wir hier? Ah, diese Tränensack. Kann man hier auch nochmal ein bisschen andeuten. Hier kriegt er auch so einen. Ist jetzt ein ziemlich ausgemalter Pinsel, wo nicht mehr viel geht mit Farbe. So, hier das Auge ist tatsächlich sehr klein. Das hier sind Wimpern, also ziehe ich erstmal die Line hier durch. Dann ist das hier Pupille. Hat man meinen Magen gerade knurren gehört? Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich eben was gegessen. Eigentlich müsste der die Schnauze halten. So, dann haben wir hier so eine Linie. Quasi das Augenende. Hier kommt auch noch was raus. Dann hat er hier noch so eine Falte. Und dann ist hier eine ganz dünne. Und unter dem Auge hat er so ein paar mehr Mopeds am Start. Genau wie ich. So, das ist Lichtbereich. Hier ist Schattenbereich. Bart brauche ich auch gerade gar nichts machen. Naja, das geht hier runter. Bart included, also mit inbegriffen. Ich hoffe, ich hänge nicht wieder hier Dings, ne? Du weißt, vor der Cam, wie in den Background-Folgen, als wir die Hochhäuser gemalt haben. Dafür auch nochmal tausendmal Entschuldigung. So, der Mund, der kann ruhig hier eine dunkle Linie kriegen, die brauche ich dann nachher nur cutten. So. Ne, keine Angst, die wird noch gecuttet, alles cool. Die Nasenhaare gehen tatsächlich so, die Schnurrbarthaare gehen tatsächlich so bis hier. Ich mache mir doch mal hier einen kleinen Merker wenigstens. Ich dann da mit der Hautfarbe dann drüber gehe, dass man noch grob Bescheid weiß, wo was wie abging. So, das hier ist clear. Die Linie geht voll rein. So, Schattenbereich unter der Lippe muss ich nicht groß weitermachen. Hier ein bisschen noch. Dann haben wir hier am Auge geht ein Schatten hoch, der dann auch da am Start ist. Augenbrauen haben wir gesagt, lassen wir. Dann ziehe ich hier nochmal die ein oder andere Falte raus, die man jetzt in dem Bild eigentlich gar nicht so krass sieht. Das hier waren ja Wimpern. Muss ich mal gerade gucken, hier mit dem Ohr. Ich fange mal erstmal hier an.
Ja, und lasst mich bitte nochmal wissen, ob das für euch cool kommt, wenn ich in Aufnahmen Leute anrufe. Ob ihr das gut findet oder nicht. So, hier habe ich eine ganze Linie vergessen zu zeichnen. Die muss ich mir jetzt natürlich zurückholen. Die geht ungefähr hier so lang. Ja, das ist dann über die Schattenbereiche geklärt. So, dann geht hier sein Hals lang. Und ich weiß, wir haben schon wieder maßlos überzogen diese Folge, aber diese Skizzierung will ich gern noch durchziehen. Dann haben wir auch wieder einen Part geschafft, wo man sagen kann, jo, Haken dran. So, der Typ, man sieht das hier anscheinend nicht, doch. Der hat tatsächlich, also hier geht der Hals schon weg, der hat tatsächlich einen Ohrring an. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Also, hier machen wir zack. Hier ziehen wir hoch. Haare legen wir später drüber. Genau, das sind Haare. Dann geht hier irgendwie ein Schatten raus. Dann geht hier ein Schatten raus. So. Genau, dann kommt hier die Linie, die geht hier irgendwie so rein. Das hier geht so rüber, den Rest schattieren wir später. So, das ist das, das muss hier auch breiter. Okay, dann haben wir das. Und hier kann man auch sagen, kommt ein Schatten. Und dann haben wir hier den Ohrring. Der bekommt jetzt erstmal nur von unten einen Schatten. Das Ohrende skizziere ich ab hier noch an. Naja, nach der Folge werde auch ich gerade kurz Aufnahmepause machen, um das hier mal ein bisschen vortrocknen zu lassen. Und dann mache ich so in 10, 15 Minuten weiter. So, das wäre das. Genau, den hier ziehen wir weiter durch. Sollte mir echt mal einen besseren Pinsel nehmen, der hier hat nur noch so 4 Borsten. So, ne, das ist hier so, dann geht hier der Hals lang. Hier die Ohrpartie ziehe ich nochmal nach. So, das. Hier unterm Hals machen wir gar nichts. Hier kriegt er nochmal eine kleine Fading-Kante. Hier hat er einen dunklen Bereich, der sich auffadet. So, dann hier. Und hier fällt dann der Schatten ab. Mach ich nochmal. Ne, hier mache ich keine Outline, genau wie da. Der kriegt komplett graue Klamotten an. Und somit würde ich sagen, haben wir das auch schon alles recht gut vorskizziert. Wir haben die Folge mal wieder maßlos überzogen von der Länge her. Und ja, aber wenn man 10 Minuten alleine Leute grüßt, dann ist das halt so.
Aber fand ich mal ganz nett, ne, auch mal die Leute zu grüßen. Wir werden sehen, ob ich das nochmal mache. Also ich fand's cool, wieso nicht? Gerade hier fehlt mir noch einer, so. Der muss noch da rein. Genau wie hier kann man auch noch andeuten. Okay, liebe Leute, Freunde und ja, wer so alles gerade zusieht, ich danke euch vielmals fürs Zusehen, fürs Zuhören. Falls ihr bei den Videos nur zuhört und selber malt und nur ab und zu sporadisch mal reinschaut, wenn ihr irgendwas Interessantes hört, was ich so sage, dann lasst mich das auch wissen, denn dann kann ich demnächst auch ein Buch schreiben und euch das vorlesen. Wir werden sehen. Ich sage auf jeden Fall danke an euch alle und wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge des Psych One Let's Paints, hoffe ich doch. Und ja, schreibt mir Themen rein, über die ich reden soll, was ich malen soll in den nächsten LPs, was ihr euch an Tutorials wünscht und so weiter. Ich sage danke, euer Psych One, macht's gut, tschüss.